Pandemie Corona. Worte, an die wir Anfang dieses Jahres beim Neujahrsgruß überhaupt nicht gedacht haben. Eine Krise, welche unser aller Leben sehr verändert hat. Und irgendwie ist jeder davon betroffen, ob groß oder klein, ob jung oder alt. Heute wissen wir, wie gut wir es doch hatten. Und noch der Winterball im Februar war ein wunderschöner Abend. Immer wenn jemand Geburtstag hat, dann wünschen wir dem Menschen Glück und Gesundheit. Wenn wir heute einen lieben Menschen treffen, dann sagen wir, bleib schön gesund. Ich freue mich, wenn die Infektionsraten weiterhin sinken würden und wir nach und nach zur Normalität unserem gewohnten Leben zurückführen können. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich wünsche mir, dass viele Firmen diese Aufgabe meistern und überstehen, auch wenn wir uns alle noch ein wenig vorsehen müssen. Christian und Daniel hatten diese super Idee, diese Interviews mit euch durchzuführen. So werden euch einige Mitglieder aus ihrem Leben in den vergangenen Wochen berichten. Diese Sache ist mit viel Arbeit verbunden und dafür sage ich schon mal an alle vielen Dank. Auf unser Schützenfest werden wir wahrscheinlich verzichten müssen. Dafür wird dann das nächste halt umso schöner. Also liebe Leute, passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Und somit grüße ich euch mit einem fröhlichen Horido. Nein, ich glaube nicht. Letztes Schützenfest, das ausgefallen ist, war irgendwann nach dem Krieg. Und seitdem hat es, glaube ich, jedes Jahr ein Schützenfest gegeben. Ich weiß, also ich habe da noch nie von gehört. Das ist sehr schade, aber dafür feiern wir halt im nächsten Jahr doppelt so viel. Und ja, muss man jetzt halt einmal durch. Ich finde das wahrscheinlich genauso schade wie die ganzen anderen Leute, weil es halt wie immer ein Highlight ist, wo man halt auch halt Freunde und Bekannte treffen kann, beziehungsweise einfach mal ein bisschen feiern kann oder ja. In erster Linie finde ich es schade, aber also wenn man sich jetzt die Situation anguckt, dann ja, ist es einfach eigentlich nur eine logische Konsequenz. Ich finde das super schade, die ganzen Freunde und Bekannte nicht sehen zu können. Ja, muss ich sagen. Ja, das können wir jetzt offiziell absagen. Es gibt ja seit der letzten Woche eine konkretere Verordnung des Landes NRW. Und da sind ja alle Feste wie Straßenfeste, Schützenfeste, Volksfeste untersagt worden. Und damit ist auch ein Schützenfest, egal wie groß oder wie klein, bis zum 31. August nicht möglich und von daher wird unser Schützenfest nicht stattfinden. Aktuell ad hoc so irgendwie nicht gerade. Ja, planen ist so eine Sache, ne? Man weiß ja immer nicht, was man so machen darf oder kann. Ich glaube, da muss man erstmal noch ein bisschen abwarten, was so die nächsten Tage, Wochen und Monate so ergeben, ob man vielleicht in kleinen Gruppen mal wieder irgendwie was machen kann oder darf. Die einzige Idee, die mal aufgekommen ist, wäre irgendwas mit Autos zu machen oder dass man halt den Abstand trotzdem einhält, sich irgendwie auf Entfernung trifft, nicht großartig zusammen, sondern wirklich auf Abstand bleibt. Ja, dass man trotzdem sich irgendwie vereinsintern treffen kann und es nicht ganz ausfallen muss. Eine Schnitzeljagd kam mir so in Sinn, wo man halt mit der Familie was machen kann. Oder man könnte auch versuchen, dass man kleinere Schützenfest oder so versucht zu machen im Herbst, so wie als zum Beispiel unser Oktoberfest, dass man das halt versucht, so ein bisschen eher Richtung Schützenfest zu machen, anstatt so das Oktoberfest herausstechen zu lassen. Das sind sicherlich Gedanken, auf die ich auch schon mal gekommen bin, oder dass wir auf jeden Fall irgendwas am Schützenfestwochenende machen, was sich mit den dann vorhandenen Möglichkeiten vereinbaren lässt. Das werden wir, denke ich, aber noch intern mal ein bisschen besprechen und würden natürlich die eine oder andere Überraschung auch nicht so gerne heute schon der Öffentlichkeit preisgeben wollen. Irgendwer hat das schon gemacht, habe ich
gelesen, aber noch nicht angeschaut. Das stelle ich mir noch ein bisschen schwierig vor. Nur wenn man da alleine sitzt und irgendwie Marschmusik hört oder durch seinen Garten mit Schützenjoppe marschiert, das ist nicht richtig lustig, glaube ich. Aber wem es gefällt. Ich könnte mir was Schönes darüber vorstellen, aber ich habe bis jetzt noch nicht so wirklich was darüber erfahren. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was das sein soll. Ich finde es eine lustige Alternative. Ich glaube, der eine oder andere wäre sehr amüsiert, ja. Schwierig, also so richtig habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt, aber ich glaube, ich wäre nicht derjenige, der sich dann zu Hause hinsetzt und abends irgendwie eine Stunde oder zwei sich da vorm Fernseher irgendwas anguckt. Ja, wir haben zwei Kinder, die zu Hause sitzen. Maxi studiert hier in Aachen, der hat sein nur noch Online-Vorlesungen und Kaspar geht hier aufs Gymnasium. Der darf am 27. Mai das erste Mal gehen. Und ich habe, wenn ich eben richtig mitbekommen habe, dann noch drei weitere Male bis zu den Sommerferien. Also toll. Viele Kinder, die zu Hause sitzen. Meine Frau darf momentan nicht arbeiten. Viele sitzen zu Hause und warten. Ich darf Gott sei Dank noch voll arbeiten unter Berücksichtigung natürlich von Hygiene, Abständen und so weiter. Aber das ist eigentlich schon noch ganz schön für uns. Fast gar nicht, um ehrlich zu sein. Also das Einzige, was ausfällt, ist halt der Sport. Der fehlt mir auch sehr und die Treffen mit Freunden. Aber ansonsten keine Krankheitsfälle, nichts bei uns in der Familie. Bis auf die, ich sag mal, die Einschränkungen und so und Veränderungen beim Arbeiten eigentlich gar nicht. Also ich war jetzt 8 Wochen, hatte ich Homeoffice, war also zu Hause im goldenen Käfig. Und aber ansonsten, also ein Bekannter von mir, der hatte sich infiziert, ist aber mittlerweile wieder gesund. Aber ansonsten habe ich bei mir im persönlichen Kreis keine Einschränkungen. Wir sind alle gesund, es ist alles soweit erstmal gut und wir versuchen so das Beste draus zu machen, ehrlich gesagt. Also so ziemlich gar nicht, vom Prinzip her so wie jeder normale Schüler jetzt Zeit. Also ich kann mein Hobby nicht ausüben oder ich kann mich halt nicht mit Freunden treffen, aber bis jetzt so nicht so wirklich. Am meisten fehlt mir, glaube ich, die Gewissheit, wie es weitergeht, dass wir eigentlich im Moment ja irgendwie wenig planen können, wie man auf Corona reagiert, wie man oder was die nächsten Verordnungen geben werden und dass man immer Sachen hört, wie wenn jetzt am 30. Mai die Sporthallen aufgemacht werden sollen für Kontaktsportarten und das behauptet unser Landesvater ernsthaft, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit den Regeln, die wir heute noch haben, dann möglich sein soll. Warum soll es sich bis dahin geändert haben? Eigentlich so hauptsächlich der Sport und das Treffen mittwochsabends, wobei wir immer eine schöne Videokonferenz machen und das entschädigt eigentlich schon ganz gut. Das Training mit meinen Freunden und generell so Sport zu machen oder zur Schule zu gehen, das fehlt mir schon sehr so mit Freunden. Alleine macht das irgendwie keinen Spaß. Die sozialen Kontakte fehlen mir am meisten. Veranstaltungen und ja, das ist eigentlich so das, was mir am meisten fehlt, ja. Ja, da trifft man sich zu Hause mit der Familie. Es gibt auch mehr Abende, wo man jetzt mit den Kindern zu Hause sitzt. Der eine, der ja sonst auch nie da ist, ist jetzt auch zu Hause. Und ja, die Familie sitzt dann schon öfter zusammen. Ja, wie gerade gesagt, Mittwochabend, fester Termin, Videokonferenz mit der Mittwochsgruppe. Und ansonsten viel renovieren, bauen. Ich habe tatsächlich angefangen zu lesen. und ja, ansonsten viel auf dem Sofa. Jetzt, wo das gute Wetter war in letzter Zeit, viel spazieren gehen bei uns in der Gegend, Radfahren und so weiter und so fort. Ruhig. Ruhig und mit Abstand. Und ja, man darf sich ja mit 2, 3 Freunden treffen und dann mit Abstand. Und wenn das Wetter gut ist, ja. Ja, zwischendurch schaue ich einfach mal, um ein bisschen Entspannung reinzubringen, mal einen Film. Oder ich mache auch Sport mit ein paar Freunden. Machen wir auch mal einen Anruf dazu. Oder ich mache es halt alleine. Je nachdem. Ich
liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, haltet durch. Wir sind ja dabei, wieder unser Vereinsleben ein bisschen an den Start zu bringen. Die Bogenschützen sind angefangen mit Schießen. Die Gewehr-Pistolenschützen werden jetzt nachziehen in der nächsten Zeit. Sobald es ganz klar ist und feststeht, werden wir das auf der Homepage mitteilen. Und die Traditionsschützen werden dieses Jahr ein trauriges Jahr haben, aber vielleicht wird das ja alles ein bisschen gelockert. Wir werden zwar kein Schützenfest haben, uns aber sicherlich in anderem Rahmen treffen können. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir irgendwie unseren langjährigen Mitgliedern, wir haben dieses Jahr zwei Mitglieder, die 70 Jahre im Schützenverein sind, wenn wir denen im angemessenen Rahmen ihre Urkunden und die entsprechenden Dankesworte überreichen können. Also den einen oder anderen vermisse ich schon, tatsächlich. Das sagt man denen ja so auch nicht alle Tage. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam nächstes Jahr wieder so ein Schützenjahr haben, wie wir es gewohnt sind. Bleibt alle gesund und munter, macht das Beste draus, habt trotzdem eine schöne Qualitätszeit. Dass diese schwere Zeit bald vorbei ist und es wird so viel wie möglich getan, damit wir mittlerweile bzw. bald wieder trainieren und uns miteinander treffen können. Und wir müssen einfach durchhalten.